Manchmal stehst du morgens auf und fühlst dich nicht so gut. Doch wer hat gesagt, dass jeder Tag auf Glück beruht? Wer hat gesagt, dass jeder Tag besonders sein muss? Manchmal muss man akzeptieren, dass es anders kommt. Und manchmal muss man auch mal Wege gehen, die schwer sind, damit man noch mal anfängt, auch die kleinen Dinge wertzuschätzen. Schau mal, damals hattest du keinen Bock auf Schule. Heute bist du 8 Stunden auf der Arbeit und bist tot, ey. Und das Geld ist nicht alles, du weißt. Geld kommt, Geld geht, doch die Familie, die bleibt. Ganz egal, was auch geschehen mag. Deine Familie bleibt der Halt in deinem Leben, für ein Leben lang. Ich weiß, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu verlieren. Vor allem, wenn es plötzlich kommt und keiner's registriert. An dieser Stelle setzt die nächste Zeile aus. Lasst uns einmal schweigen für die Menschen, die wir verloren haben. Amen. Ganz egal, wie oft ich innerlich zerrissen war. Ich habe viel getan, ich habe viel gemacht. Kam nie zurecht mit dem Gefühl, ich sei nur für sie da. Obwohl ich selber Hilfe brauchte, weil ich nie die Mitte fand. Du warst gezeichnet von deinem Leidensweg und willst die Nächte oft mit Wein verbringen. In deiner größten Not fließen dir die Tränen. Ich wische sie dir weg, weil ich nicht möchte, dass du gehst. Wenn du fällst, dann richte nicht die Krone auf, denn um zu zeigen, dass du stark bist, braucht man nur einmal in dein Herz zu schauen. Mach keinen Fehler und überdenk mal deine Absicht. 10. Stock ist hoch, doch der Tod für dich dann, wenn du landest. Wenn du Probleme hast, schick mir eine Message ab. Überall per Mail, Facebook, Twitter oder Instagram. Ich bin für dich da, bis du wieder bei dir bist. Ich lass dich nicht allein, egal wie viel Zeit. Ich bin für dich da. Ganz egal wie weit du weg bist. Immer für dich da. Genauso wie du es für mich bist.